Ich muss regelmäßig über mein Pferd lachen, weil der extrem beweglich ist. Wenn er im Stall steht und sich verdreht wie eine Brezel von links nach rechts und sich selber Massagen gibt, das ist schon manchmal sehr lustig anzuschauen. Ich würde das sagen, das zeichnet ihn aus, seine extreme Beweglichkeit. Sowohl am Putzplatz als auch beim Reiten ist auf jeden Fall eine tolle Eigenschaft, aber bringt einem auch schon mal zum Lachen. Ich muss über mein Pferd lachen, weil der immer so langsam läuft. Also wenn die Mitarbeiter im Stall sind, die sagen immer, du brauchst so lange und wir hören dich schon laufen, weil der wirklich ganz langsam vor sich her tabert. Und da kann ich jedes Mal drüber lachen. Der ist ganz entspannt. Eine Freundin, das ist wie so ein Deo-Stift fürs Gesicht von meinem Pferd gewesen, mit so einem Fliegenspray im Prinzip drin. Und da hat Carlos typisch reagiert, wie er ist. Als ich ihm das drauf gemacht habe, hat er richtig angefangen zu stöhnen auf der Stallgasse. Als ich ihn dann losgemacht habe, war er immer noch sauer, ist einfach mit mir losgerannt die Stallgasse runter. Und das ist so ein bisschen Carlos, der ist einfach so charakterstark. Und wenn ihm was nicht passt oder egal was er auch macht, er gibt immer irgendein Geräusch von sich und zeigt genau, das gefällt mir oder hey, was machst du da? Und ist dann skeptisch und guckt mich irgendwie doof von der Seite an. Meine Stute ist speziell, würde ich mal sagen, und hat ihren eigenen Kopf, dreht auch mal gerne um und lässt einen so ein bisschen alt aussehen und kann ganz gerne einfach mal das Strick nehmen und sich losreißen. Mit dem Reiten angefangen habe ich mit 4 Jahren, also jetzt vor 20 Jahren ungefähr. Hauptsächlich, weil meine Zwillingsschwester Linda damals unbedingt aufs Pferd wollte, schon als kleines Mädchen. Und Hannah und ich dann natürlich mitgezogen haben, sag ich mal. Und dann haben meine Eltern gemerkt, das macht uns doch sehr, sehr viel Spaß. Und dann haben wir unser erstes gemeinsames kleines Schimmelpony bekommen und sind von Anfang an eigentlich fleißig jeden Tag am Stall gewesen und geritten. Und da hat sich einfach eine riesengroße Leidenschaft entwickelt. Ich war relativ jung, mit 4. Ich glaube einfach, ich weiß gar nicht, wo ich den Pferdevirus her habe, aber ich wollte unbedingt anfangen zu reiten. Und ja, dann mit 4 Jahren habe ich meine Mutter gefragt, können wir bitte reiten? Sie ist früher auch geritten, als sie jung war. Ich glaube, deswegen konnte sie das gut nachvollziehen und dann haben wir angefangen. Und natürlich immer als Geschwister zusammen. Dadurch ist natürlich auch so ein Hobby dann noch mal schöner, wenn man eine Leidenschaft teilt. Wie habe ich mit dem Reiten angefangen? Meine Schwestern, die sind deutlich älter als ich und die wollten irgendwann reiten. Also hat mein Papa den Ponys gekauft und irgendwann war es so weit, dass ich mit 3 Jahren die Hufe eingefettet habe. Und dann waren wir auf dem Turnier und ein bekannter Richter hat gesagt, ich habe einen Pony für dich, der kostet nur 5 Löffel. Und dann bin ich zu Papa gegangen und habe gesagt, Papa, der kostet nur 5 Löffel, den kaufen wir jetzt. Dann hat er mir Manchetti gekauft, den Nico. Ja, und so sind wir in die ganze Pferdebranche reingerutscht und dann hat das so seinen Lauf genommen. Mein Vater hat immer geritten, wir hatten immer Pferde zu Hause und ich glaube, ich konnte noch gar nicht laufen. Da hatte ich schon das erste Pony im Stall, bin somit sehr früh angefangen und ich glaube, die erste Führzüge mit 3 oder 4 Jahren und ich glaube, das erste E-Springen, da war ich 5 oder 6, also relativ früh. Mein Highlight-Moment mit meinem Pferd war dieses Jahr auf dem internationalen Turnier in Lier. Da sind wir die Youngster-Tour mitgeritten und wir waren, glaube ich, von 6 Runden 5 Runden platziert. Bei einem guten Starterfeld und auch das Finale, was recht schwer gebaut war, hat er super gemeistert und da bin ich sehr zufrieden mit. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Highlight dieses Jahr mit meinem Pferd, ich würde sagen, jeden Tag ist für mich ein Highlight, wo ich sage, boah, das Training macht mir Spaß. Der hat super viel Spaß an der Arbeit, der macht jeden Tag super gut mit. Und ich glaube, das ist für mich jedes Mal, wenn ich da drauf sitze und denke, boah, was ein geniales Pferd. Und das erste Turnier, was wir vor ein paar Wochen geritten haben, die erste Dressurpferd A, ist dann natürlich auch irgendwie was Besonderes. Und ich glaube, das ist einfach für mich was ganz Besonderes. Mein Highlight-Moment mit meinem Pferd Carlos dieses Jahr war Anfang des Jahres direkt, wo wir bei 4-Sterne-Turniere geritten sind, also bei den Senioren mitgeritten sind. Da konnten wir auch schon 2 Prüfungen gewinnen. Das war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Und dass das direkt so gut geklappt hat, war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich bin relativ früh dieses Jahr schon in die Draußensaison gestartet und das lief für mich ganz gut an. Ich bin ja im Amateursport unterwegs, aber bin, glaube ich, ganz gut gestartet und hatte einige gute Platzierungen. Ich habe ein Lächeln im Gesicht, wenn ich die Stallgasse betrete und mein Pferd schon mich direkt ankommen hört, seinen Kopf rausstreckt und ein bisschen wiehert, dann ja, bin ich glücklich. Ich würde sagen, diese Gemeinschaft, die wir haben, jeden Tag im Stall, die Leidenschaft, die wir dafür teilen, mit unserer Mutter natürlich auch zusammen. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich das, was mir jeden Tag auch Spaß macht, dass wir uns so gegenseitig helfen, unterstützen und mit den Pferden irgendwie so einen total persönlichen Weg gefunden haben und irgendwie die Charaktere so einzeln fördern. Ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut. Ja, nee, aber das ist einfach, glaube ich, das, was mir so viel Spaß macht, dass man so eine Bindung zu dem Pferd aufbaut und das im Grunde auch dann jeden Tag da wieder die Bindung stärkt und das Pferd ein bester Freund ist. Klingt total kitschig, aber ich habe jedes Mal ein Lächeln im Gesicht, wenn ich über Carlos nachdenke oder jetzt muss ich schon heulen. Wenn ich über mein Pferd und über die Verbindung, die wir haben, nachdenke, muss ich schon immer direkt heulen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber
ich weiß auch nicht, der ist irgendwie wie ein Mensch für mich, den ich einfach super, super gern habe, mit dem ich nicht sprechen kann, aber trotzdem verstehen wir uns auf einem ganz anderen Level total gut. Ich glaube, wenn man aus dem Büro kommt und den Tag so ein bisschen hinter sich lässt und in den Stall geht, ja, kommt das Lächeln eigentlich von ganz alleine. Ich verdanke den Pferden einen positiven Ehrgeiz, würde ich sagen, dass man irgendwie ein Ziel hat, an dem man auch arbeitet, aber dass das ja nichts ist, was man in 2 Tagen erreicht, sondern jahrelange Arbeit mit ganz viel Geduld und Passion und Rückschlägen. Man lernt einfach viel Verantwortung zu tragen und das, würde ich sagen, ist was den Reitsport für mich besonders macht. Dem Pferden oder dem Pferdesport insgesamt verdanke ich auf jeden Fall, dass ich gelernt habe, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen für ein Lebewesen, pflichtbewusst zu sein, diszipliniert zu sein. Und natürlich bereitet das Ganze total viel Freude, diesen Sport zusammen zu machen mit Familie, mit Freunden. Man lernt viele Freunde kennen, die ganz verteilt über die ganze Welt leben. Man ist aktiv, man ist irgendwie auch spontan und abenteuerlustig. Und ich finde, das sind so Sachen, die mir der Reitsport und auch der Umgang mit den Pferden mitgegeben hat. Ich verdanke den Pferden ganz viel. Viel Spaß, viel Freude, viele Freunde, viele Reisen, viele Bekanntschaften, eigentlich sehr viel und eigentlich immer sehr viel Spaß und Freude. Ich verdanke den Pferden sehr viel Freude, einen guten Familienzusammenhalt, einen guten Zusammenhalt mit Freunden und auch sehr viele Charakterzüge wie Durchhaltevermögen, immer wieder aufstehen, auch wenn es mal gerade nicht gut läuft, immer weitermachen und auch Zuverlässigkeit. Ich glaube, ich habe das letzte Mal im Stall geweint, als ich nach sehr vielen Jahren das erste Mal wieder mit einer Schleife aus einem S-Ring nach Hause gekommen bin, nach 10-jähriger Abstinenz, sage ich mal, in der schweren Klasse. Vor 2,5 Minuten. Ich weine ziemlich oft, muss ich sagen, weil ich sehr emotional bin, was meine Pferde angeht. Sei es vor Glück oder auch vor Traurigkeit. Aber ich würde sagen, vor Freude weine ich schon mal, wenn Helen mit Carlos reitet. Und ich denke, boah, das macht Spaß beim Zugucken einfach. Das macht mir total viel Freude. Das ist ein sehr emotionales Thema bei mir.